Knapp 600 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg waren von der Judenverfolgung während der NS-Zeit betroffen. Manche lebten seit Generationen hier, andere nur vorübergehend. Mindestens 167 von ihnen fielen der Verfolgung zum Opfer. Das Gedenken an diese Mitbürger wird vor allem im 2001 erschienenen Erinnerungsbuch wachgehalten. Nun hat der Förderverein Internationales Fluchtmuseum ein besonderes Zeichen gesetzt. Im Haus an der Kloppenburger Straße, in dem der Verein residiert, wurde eine Plakette angebracht, die an die jüdische Familie de Vries erinnert, die hier Anfang der 30er Jahre lebte. Dezent und unaufdringlich, aber trotzdem deutlich sichtbar, erinnert sie zudem generell an das Los der Mitmenschen, die zur Flucht gezwungen wurden und von deren Schicksal oder auch eine Existenz heutige Mieter in aller Regel nichts wissen, obwohl es in Oldenburg eine ganze Menge Häuser gibt, in denen jüdische Mitbürger gelebt hatten. Der Verein möchte damit auch andere Hausbesitzer ermutigen, sich dieser Vergangenheit zu stellen. Wenn wir das können, werden wir das tun. Also wir waren ja unlängst auf dem Osternburger Stadtteilfest und haben diese Idee dort mitgebracht, haben auch die Tafel mitgehabt und es war durchaus Interesse zu verzeichnen und es gab durchaus interessante, sogar Zeitzeugengespräche, man höre und staune. Und ich kann mir vorstellen, dass wir diese Idee über den Bürgerverein, über den runden Tisch, über die kirchlichen Aktivitäten, auch über die Schule transportieren und in der Nachbarschaft ohnehin herumerzählen. Der Besitzer des Hauses in der Kloppenburger Straße ging dabei mit gutem Beispiel voran und musste nicht erst lange überredet werden. Nein, überhaupt nicht. Der hat gleich Ja gesagt. Der ist da sehr empfänglich für diese Dinge. Der hat ja auch dem zugestimmt, dass hier ein Flüchtling wohnen darf. Die Familie de Vries entging der Ermordung durch die Nazis durch Immigration. 1937 wanderten die Eltern Isaac und Frieda nach Uruguay aus. Sohn Viktor hatte Deutschland bereits 2 Jahre zuvor verlassen. Über sie und andere ehemalige Oldenburger haben die Autoren des Erinnerungsbuchs zusammengetragen, was es an Informationen gab. Und vielleicht sorgen in Zukunft ja ein paar mehr Plaketten dafür, dass dieses Gedenken auch außerhalb des Bücherregals seinen Platz bekommt.